Hallo und herzlich willkommen hier bei unseren Video-Tutorials von Hotodi Serie macOS X1. In diesem Tutorial ist jetzt mal ein kürzeres Tutorial wieder. Was habe ich überhaupt für einen Mac? Was habe ich für eine Grafikkarte drin? Was für eine Soundkarte? Wie viel Speicher habe ich? Habe ich USB überhaupt da drin? Welchen Speicher habe ich? Und warum will ich das überhaupt wissen? Ich meine, ey, das Ding soll einfach funktionieren, ja? Ich mache das an, es soll funktionieren. Sie rufen im Support an, haben ein Problem. Natürlich versuchen wir das mit unseren Videos für Sie zu lösen. Aber Sie haben ein Problem und der gute Mann fragt Sie, geben Sie mir mal bitte Ihre Seriennummer. Seriennummer? Ja, da geht es nämlich schon los. Aber das ist eigentlich im Mac alles schon drin. Der hat alles für Sie schon mal aufbereitet. Sie brauchen also nicht um Mac rumrennen, Karton suchen oder so. Es ist tatsächlich alles da. Wo finde ich das Ganze? Das ist eigentlich relativ einfach. Ich gehe mit meiner Maus oben auf das Apple-Logo über diesen Mac. Jetzt geht in der Mitte ein Fenster auf. Ich sehe zunächst mal einen tollen Apfel, einen silbergrauen. Darunter steht Mac OS X, das heißt, ich verwende Mac OS X. Hier drunter steht Version 10.6.5. Dann steht hier Softwareaktualisierung. Das bedeutet, wenn ich hier rauf drücke, sucht er nach der neuesten Software. Das ist das gleiche wie der Menüpunkt oben selber auch. Prozessor 2,93 GHz Core i7. Oh. Tolles Gerät. Und wie viel Speicher habe ich in meinem Gerät und welchen Speicher habe ich? Dann habe ich hier noch weitere Informationen. Das Fenster kann aber noch mehr, das gucken wir uns jetzt zunächst mal an. Version 10.6.6, klicke ich auf diesen String drauf, kommt hier Build 10J567, also welche aktuelle macOS X Version ich tatsächlich habe. Was ist die Seriennummer meines Gerätes, wird mir auch angezeigt und dann wieder die Version. Das heißt, er ruft Sie an, Sie öffnen das, klicken hier zweimal drauf, wissen genau, das ist die Seriennummer von meinem Gerät. Gehe ich jetzt auf weitere Informationen, öffnet sich ein neues Fenster. In diesem neuen Fenster sehen wir links bestimmte Hardware-Komponenten, Netzwerkeinstellungen, Software und rechts die jeweiligen Informationen zu dem links dazugehörigen Eintrag. Nehmen wir zum Beispiel den Speicher, Bank 0 ist leer, Bank 1 sind 4 GB Speicher. Oder welches Bluetooth-Gerät habe ich hier drin? Welche Bluetooth-Geräte werden hier mit verbunden? Das kann ich hier alles sehen. Serial ATA, welche Festplatte habe ich hier drin? Oder welches DVD-Laufwerk ist hier angeschlossen? Wie groß ist die Festplatte? Das kann man hier alles draus ersehen. Welche Grafikkarte befindet sich in dem Gerät? Wie viel speichert diese Grafikkarte? Und, und. Dann kann ich mein Netzwerk zum Beispiel anklicken. Im Netzwerk kann ich auch unter anderem sehen, mein Airport, welche ID-Adresse hat der. Ich kann weitergehen auf die Software, welche Softwareversionen habe ich, welche Entwicklerversionen habe ich oder welche Sprachpakete habe ich installiert. Im Grunde also wirklich alle Informationen, die ich benötige für meinen Mac, um sie dem Support weiterzugeben. Wichtig, wie gesagt, ist das, wenn Sie Support benötigen oder jemand einfach mal Sie fragen möchte, oh, was hast denn du für einen Mac? Und Sie sagen, ja, das und das, das habe ich alles, das ist mein Mac, das habe ich da drin. Das war ein kurzes Videotutorial, aber ein nicht ganz unwichtiges für Sie, um herauszufinden, mit welchem Gerät arbeite ich denn. Ich hoffe, das war interessant für Sie und Sie wissen jetzt, wie man diese Informationen aus seinem Mac herausholen kann. Ich bedanke mich und wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg. Und einen guten Tag. Tschüss.